Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Eppo Nussel am Start und zwar der nächsten Höhe der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um ein paar Mikrofone und zwar diesmal Wireless Art und Weise. Ich habe mir jetzt neulich eine kleine PA-Anlage gebraucht geholt auf Kleinanzeigen für wenig Geld und dachte schon, Mensch, eigentlich ein kabelgebundenes Mic willst du nicht haben. Und die Bluetooth-Mics, die ich mal vor, weiß ich gar nicht, 5, 6 Jahren hatte, die müssten eigentlich auch mal ersetzt bzw. erweitert werden. Jetzt habe ich mich umgeschaut und da gibt es von Sudotag die SWPA20 UHF Wireless Microphone Set im Dualpack, das ist natürlich perfekt und wir können bis zu 60 Meter Entfernung damit überbrücken. Also natürlich jetzt nicht im Raum, sondern eher auf der freien Bühne. Bei Beton ist das Ganze immer etwas weniger. Ja, kann man auch gut Karaoke mitmachen oder ein bisschen was anmoderieren, das passt ganz gut zur neuen PA. Dementsprechend gucke ich mal ganz kurz rein, das heißt zur neuen PA, das Ding ist ja auch schon 10, 15 Jahre alt, egal. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und habe mich mal rumgeguckt und habe dann die Mics hier gefunden. So, wir haben hier alles an Zubehör dabei. Wir haben hier auch noch diesen Ring, damit die Dinger nicht wegrollen können. Wir haben einen Windschutz dabei, das war auch sehr wichtig, ist aber meistens bei den Sets schon inklusive. Und was bei den anderen Mics so war, ich hatte noch, ich glaube, die wurden mit AAA-Batterien betrieben. Und diese hier haben einen eingebauten Akku. Das ist schon mal sehr cool. Wir haben deswegen auch ein Micro-USB-Kabel dabei. Und einen sozusagen Empfänger, weil die Mikrofone sind ja sozusagen der Sender. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze über den großen 6,2, 6,3 mm Port einzuspeisen. Ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Auch hier ist direkt ein Akku mit drinne verbaut. USB 5 Volt an der Stelle. Also zumindest denke ich das jetzt. Kann auch sein, dass ich mich gerade täusche, aber nein, eigentlich sollte das so sein. So, wir schauen mal rein. Auch hier haben wir das alles direkt drin verbaut. Sehen auf jeden Fall sehr edel aus. Also wirklich perfekt, hätte ich schon fast so gedacht, dass die wirklich so aussehen auf den Bildern. Und dem ist aber auch wirklich so. So, und wir schauen hier, was ist das hier eigentlich? Was mache ich damit? Hier kommen Batterien rein. Habe ich mich doch getäuscht, dass hier kein Akku drin verbaut ist, sondern da war der Akku drin verbaut. Ah ja, okay, dann machen wir das Ganze einfach ab. Und wir haben hier Doppel-A-Batterien, die hier benötigt werden. Dann habe ich wieder nicht so weit gelesen und dachte wirklich, hier war schon der Akku direkt verbaut. Gut, habe ich mich an der Stelle getäuscht, dann war hier der Akku definitiv verbaut. Okay, bei dem anderen Gerät musste ich auch da immer noch zusätzlich Batterien reinpacken. Das bedeutet, wir müssen mal ganz schnell ein paar Batterien auftreiben und dann probieren wir den Spaß mal aus. So, gut, dass ich immer ein paar Batterien noch im Haus habe. Die Doppel-A-Batterien, Doppel-A, das sind doch die richtigen. Oh ja, okay, die knacken sich richtig fest. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, die passen doch nicht. Doch, sie passen. Also, einmal haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze wieder festzuschrauben. Wenn man es richtig aufschraubt, so ist die richtige Seite. Ist ja völlig interessant. Und das ist einfach nur, ja, einfach nur, damit es schön aussieht. Hätte man eigentlich auch alles als, na gut, egal. So, wir haben jetzt hier das Ding fertig. Wir machen folgendermaßen. Wir drücken hier einmal kurz drauf, passiert nichts. Wir drücken mal länger drauf. Dann leuchtet das Display. Sehr cool. Und wir haben die Akku, also Batterieanzeige. Oben haben wir noch den Channel drin. Hier Channel steht da nochmal Megahertz. Und haben wir hier unten nochmal die Möglichkeit zu sehen, wie gut der Empfang dann davon ist. Soweit leuchtet hier nichts mehr. Jetzt müssen wir uns eigentlich an die PA-Anlage dran wagen. Und dann schauen wir uns den ganzen Spaß nochmal direkt an, wie gut das Ding funktioniert. Und dann kann man das Ganze ja zur Not auch so noch dran packen. Dann haben wir noch den Windschutz. Den packen wir hier oben drüber. Die sind natürlich ein bisschen verbeult, aber das macht eigentlich meistens nichts. Dann stecken wir hier das Mic einfach so direkt rein. Und wenn das Mic drinnen platziert ist, dann bin ich mal gespannt, wie der Klang ist von dem Gerät an sich. Also, naja, mal sehen, so ein bisschen. Ich hoffe, die reißen nicht gleich beim ersten Mal ein, aber sie sehen doch, nee, ist alles okay. Jetzt hat er seinen kleinen Pilzhut auf, guck dir das an. Und dann hast du einen minimalen Windschutz schon mal dabei. Sieht doch schon fast wie bei Fernsehproduktionen aus. Und dann werdet ihr natürlich auch gleich nochmal hören, wie gut die Dinger klingen. Ich versuche das mal in den PC einzusprechen, damit wir es nicht nur über den Lautsprecher hören. Auch nochmal ganz wichtig, was mir gerade einfällt, das ist übrigens eine Nierencharakteristik hier, was das Mikrofon anbelangt. Und dementsprechend haben wir einen guten Klang. Jetzt wollte ich mal gucken, aber anscheinend sind die hier nochmal fest verschraubt, sodass man oben gar nicht ran kann. Ich dachte, die kann man auch nochmal abschrauben, weil man jetzt hier direkt natürlich mitgeworben hat. Nierencharakteristik hat ja auch die bessere Klangeigenschaft. Dann sieht der Spaß so aus. Da seht ihr es, die Dinger kosten auch 73,99 gerade. Es gibt allerdings witzigerweise noch einen 8 Euro Rabattgutschein immerhin. Für unter 70 kann man das ja mal machen, wenn die einen guten Ton liefern. Jetzt aber gehört es zum guten Ton, die Dinger erstmal anzuschließen. So, dann schauen wir uns jetzt mal direkt an, wie gut das funktioniert. Akku habe ich jetzt natürlich nicht aufgeladen. Wir wollen es einfach mal probieren. So, der blinkt und ich habe mir gerade das Mic hier mal hergeholt. Achso, falsches. Falsch, dieses hier ist das Richtige. So, und wir gucken mal ganz kurz drauf.
Wenn ich jetzt hier so drücke, passiert ja erstmal noch nichts. Das heißt, wir nehmen erstmal alles ein bisschen zur Seite. Bleib bitte da hinten liegen, ich lege dich ja nicht umsonst weg. So, und hier haben wir nochmal direkt alles, was wir brauchen. Also erstmal muss ich ja sagen, das habe ich gerade auch nochmal gelesen, aber normalerweise muss man das nochmal erwähnen. Wir haben hier ein stabiles Metallgehäuse, das ist schon mal ganz praktisch. Also nicht irgendwie billig Plastik, das ist richtig krass gut verarbeitet. Dementsprechend hoffe ich, dass es wirklich eine lange Haltbarkeit hat. Wir haben jetzt hier die Antenne, die bis zu 60 Meter generiert. Und ich habe es gerade nochmal durchgelesen, wir können bis zu 5 Geräte anschließen. Das heißt, meine beiden Mikrofone und ich könnte nochmal 3 extra dazu anschließen. Dann wäre das kein großes Problem. Ja, und wenn wir hier nochmal ganz kurz gucken, also das haltbare Metallgehäuse habe ich ja schon gesagt. Der Handsender paart sich automatisch und jetzt wird es dann richtig interessant. Das heißt, wenn wir hier nochmal ganz kurz gucken, hier eine Seite vorher. Da wird erklärt, wie das Licht jetzt hier zu leuchten hat. Bleibt an, der Empfänger befindet sich im Lademodell. Nein? Okay, so ist es jetzt an der Stelle nicht. Aber HF-Licht, das ist es jetzt hier, blinkt langsam, bleibt an. Der Empfänger und das Mikrofon sind richtig angeschlossen. Ich musste nichts tun. Das Ding hat sich einfach selber gefunden und verbunden. So, jetzt machen wir Folgendes und wir stecken den einfach nur direkt hier drüben in die PA-Anlage rein. So, da steht die PA-Anlage. Keine große, einfach nur so ein bisschen zum Rumspielen. Dafür reicht das Ding auch völlig aus. Wir gehen mal ein bisschen näher ran und dann gucken wir mal direkt von oben drauf, was das kleine Gerät jetzt hier so kann. Also ihr seht ja hier schon, ich habe mich hier schon ein bisschen ausgetobt. Ich hatte hier einmal mein Audio Wow dran. Das ist ja ein Bluetooth-Empfänger, der das Ganze sozusagen jetzt hier ermöglicht, dass ich jetzt mein Soundsignal hier einspeisen kann. Dasselbe geht über so einen Bluetooth-Transmitter. Auch das kein großes Problem. Einfach hier oben reinstecken, dann funktioniert das soweit auch sehr gut. So, das bedeutet also, wenn ich jetzt Musik per Bluetooth hier einspielen wollte, brauchte ich kein Kabel mehr, sondern einfach nur dieses kurze Kabel auf Kinnstecker, das reicht schon aus. So, und da ja meine PA-Anlage Gott sei Dank genau den großen Stecker hier unterstützt, stecke ich das Ganze jetzt hier einfach rein. Und da es ja jetzt hier mit Akku läuft, brauche ich mich jetzt hier gar nicht weiter kümmern. Genauso wie bei dem Transmitter habe ich ja hier bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit, hier genauso, und kann jetzt direkt loserzählen. So, jetzt hört ihr mich natürlich erstmal direkt einerseits über das Mikrofon vom Telefon und auf der anderen Seite natürlich über diesen ganzen Lautsprecher jetzt hier. Das Gute daran ist, ich habe jetzt das Mikrofon einmal hier direkt vor meinem Mund und ihr hört ja auch, das Ganze funktioniert schon sehr zuverlässig. Man muss es zwar ziemlich dicht dran halten, was aber in erster Linie bei mir auch daran liegt, dass die PA-Anlage natürlich jetzt hier nicht unendlich viel Watt hat, aber trotz alledem kann ich das Ganze sehr gut nutzen. Und ich kann jetzt ganz einfach darüber dann erzählen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, was es eigentlich sein sollte. Ihr achtet mal hier auf den Transmitter. Wenn ich es jetzt erstmal ausfallen lasse und nicht erzähle, dann seht ihr jetzt schon, das Mikrofon bekommt ja jetzt keinen Input und somit blinkt der RF jetzt hier nicht, also die LED, die grüne. Und wenn ich, sobald ich jetzt hier wieder rangehe und dann darüber erzähle, dann merkt er, okay, da wird direkt jetzt der Empfang benötigt. Dann willst du das Ganze doch direkt erstmal ausprobieren und zu übertragen. Dann fängt er an, direkt zu blinken und das funktioniert echt hervorragend. Und damit muss ich sagen, bin ich eigentlich an dem Ziel angekommen, was ich schon haben wollte, dass die PA-Anlage selbstverständlich ohne Probleme den Ton überträgt vom Mikrofon. Und so kann man die ein oder andere Ansprache halten, während man Musik im Hintergrund natürlich einfließen lässt. Das ist eine sehr praktische Angelegenheit und ich finde, die Übertragung funktioniert auch soweit echt sehr gut. Und da muss ich echt sagen, hätte ich mir genauso vorgestellt, kein Rauschen, kein Knistern, keine knackenden Übertragungsgeräusche, das funktioniert. Jetzt sitze ich aber auch direkt davor, aber es ist dennoch hervorragend. So, also wie ich das jetzt hier gesehen habe, ich kann das Ganze jetzt hier nochmal einsprechen, damit das Ganze auch nochmal ein bisschen hier so wirkt. Funktioniert wirklich sehr gut und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so mit dem Mikrofon echt zufrieden bin. Wir gucken uns nochmal die technischen Daten an, die sind ja jetzt soweit eigentlich nicht weiter erklärbar, aber wir müssen es ja einfach trotzdem mal ganz kurz durchkauen. Und wir schauen mal ganz kurz rein, wir haben jetzt hier dieses Mikrofon, der Mikrofonkern ist dynamisch. 50 Hertz bis 16 Kilohertz kann das Ganze sozusagen aufnehmen von meiner Stimme und dann dementsprechend umsetzen. Die Nierencharakteristik ist dabei, Ausgangsimpedanz seht ihr selber, 600 Ohmen und die Eingangsabtastrate 48 kHz bei 24 Bit. Funktioniert echt sehr gut und der Klirrfaktor 0,05% ist echt genial, denn das heißt, bei mir gibt es hier keine Verzerrungen und ich habe bisher auch noch keine Störungen gehabt. Ich sitze hier aber auch unmittelbar jetzt vor dem Gerät. Ich werde das Ganze dann wahrscheinlich nochmal draußen etwas ausprobieren, aber wie gesagt, ich wollte das Ding jetzt eigentlich auch nicht so aufs Feld stellen und dann direkt rumschreien, denn es kommt immer auf eure PA-Anlage an, wie gut die ist, welche Lautstärke sie unterstützt. Bei mir ist es jetzt hier schon tatsächlich die maximale Lautstärke. Ich kann jetzt ja hier am Mikrofon nichts weiter einstellen und habe bei mir alles maximal direkt aufgedreht. Funktioniert aber dennoch sehr gut und ich muss sagen, dafür reicht es, um mal die ein oder andere kleine Feier zu beschallen. Denn dann muss man nicht ganz so laut sprechen und hört das Ding ja auch trotz alledem, wenn ich vorne rede und hinten irgendwer zuhört.
Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Für einen Preis von um die 70 Euro, habt ihr es jetzt gerade selber gesehen, ist das wirklich eine sehr gute Alternative. Und wenn man direkt von oben drauf spricht, durch das Mikrofon, dann klingt das auch akzeptabel. Und das ist dann natürlich lautsprecherabhängig. Ja, dann bin ich an der Stelle erstmal raus. Das Ding macht einen hervorragenden Job. Ich habe es eben gerade ausgeschaltet. Machen wir nochmal ganz kurz. So, und jetzt hört ihr, funktioniert soweit nicht. Und ich schalte es einfach nochmal ein. Und binnen von einer Sekunde ist das Ganze wieder sofort verbunden. Und das ist echt genial. Mit den Doppel-A-Batterien, die ich jetzt nicht bedacht habe, ist es kein großer Kostenfaktor. Und da das Ding hier bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit hat, kann das Ganze natürlich individuell natürlich benutzt werden. Bei mir sehr praktisch, da ich das Ding oben drauf stecken kann und die Antenne immer den höchsten Punkt hat, kann ich natürlich dementsprechend ganz einfach für jeden dann klar und deutlich kommunizieren. Kann die ein oder andere Karaoke-Party dann doch noch stattfinden. So, jetzt mal ein kleiner Reichweitentest, dass ich euch mal zeigen kann, wie gut das Mikrofon jetzt hier an der Stelle ist. Das Ding ist jetzt verbunden. Wir gucken mal, oben funktioniert es soweit auch. Und wir machen jetzt mal den folgenden Spaß. Ich renne jetzt einfach mal direkt runter und dann blende ich euch einfach mal die Tonspur direkt von beiden Seiten ein. Während ich jetzt hier einmal in dieses Untergeschoss watschele, was schon mal ganz gut ist, dass das Ganze hier nicht abreißt zwischendurch. Das heißt, ich gehe einfach mal hier runter. Erste Betonwand oder erste Betondecke. Funktioniert ohne Probleme. Gehe ich nochmal die zweite hier nochmal runter und dementsprechend hören wir den Ton immer noch. Also sieht man ja auch daran, dass wir hier idealerweise einen super Empfang haben, auch wenn ich jetzt hier ganz unten schon stehe. Da habe ich das Ding noch dabei und wenn ich jetzt hier weiter rede, dann kommt der Ton immer noch oben an. Das heißt also durch zwei fette Betondecken kommt der Ton jetzt hier durch und wenn ich jetzt wieder nach oben gehe, funktioniert das natürlich genauso. Ich könnte jetzt natürlich auf der freien Fläche das bis zu 60 Meter ausprobieren, aber wichtiger sind tatsächlich auch die Betondecken und das Funksignal bricht an der Stelle also nicht ab. Das ist schon mal eine sehr gute Funktion. Dementsprechend bin ich jetzt gleich wieder oben und dann haben wir ja gehört, dass auch das funktioniert. Mal schnell Treppen hoch und runter gelaufen und hier habt ihr das dann gesehen. Nun sind wir wieder da und alles hat gut geklappt. Die Verständnis war auf jeden Fall da. Ich habe alles gut hingekriegt. Und das Mikrofon macht genau das, was es soll, nämlich funken und senden. Tja, das soll es dann an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich denke mal, mehr kann man jetzt hierzu nicht testen. Also es funktioniert auf jeden Fall sehr gut mit zwei Mikrofonen auch. Es braucht jetzt keinen Sinn, bei mir hier mit zwei Mikrofonen rumzulaufen. Aber es ist auf jeden Fall völlig okay. Und wir haben gesehen, selbst beim Zweigeschosser kannst du das Ding ohne Probleme benutzen. Zack, kann ich das ausmachen und dann kann ich das für die nächste Eigenschaft hier mit der PA-Anlage wunderbar betreiben. Ich verlinke euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.